Jetzt einen wunderschönen guten Abend, Abend, Leute, es ist zu früh am Morgen, oh mein Gott, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Superstars Call, heute am Sonntag, dem 14. November um 8.30 Uhr, faszinierend, wir sind jetzt schon bereits über 200 Leute in diesem Call drinnen, also keiner verschlafen, sensationell, also ich bin absolut happy. Und ja, was wird euch heute erwarten? Wir werden heute eine ganz, eine tolle Geschichte von zwei Menschen hören, die mich selber jeden Tag inspirieren. Aber dazu kommen wir gleich. Zur Info, dieser Call wird circa eine Dreiviertelstunde, Stunde dauern. Es kommt darauf an, wie viele Fragen ihr dann auch danach noch habt. Das heißt, ihr könnt auch heute in diesem Call in den Chats unten auch Fragen stellen. Also das ist überhaupt kein Thema. Also ich werde dann am Schluss diese Fragen den zwei Superstars von heute nämlich auch stellen. Mich freut es nämlich heute, zwei Menschen begrüßen zu dürfen, die sich extra Zeit nehmen. Also es ist ja so, dass der Terminkalender bei denen zwei, wie soll man sagen, richtig voll ist. Also die sind absolut aktiv gerade, die arbeiten das Geschäft jeden Tag. Und für mich sind das zwei Menschen, die mich wirklich, und wie ich es gerade am Anfang gesagt habe, absolut inspirieren. Denn diese Geschichte wird dir definitiv Mut zusprechen, dass es wichtig ist, auch lange durchzuhalten und das Allerwichtigste, jeden Tag an sich selbst zu arbeiten. Weil sie sind beide, so wie man immer sagt, also er Bauingenieur, sie Kinderpädagogin, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich glaube, das ist so richtig. Und beide halt so richtig studiert und sie haben immer wieder versucht, das Geschäft für sich neu zu erfinden und dann haben sie aber den Weg gefunden, das Ganze wirklich einfach zu machen. Was daraus entstanden ist, ist für mich einfach die Erfolgsgeschichte bei PM, weil sie einen riesengroßen Umsatz, ein riesengroßes Team aufgebaut haben. Man muss bedenken, Silber Champions League, 2 Millionen mindestens Umsatz, das heißt also mehr sogar im Monat. Und das Allerwichtigste ist das, dass ihr jetzt Zettel und Stift auspackt und genau zuhört, was die zwei wirklich von sich geben. Denn es ist faszinierend, was sie bereits geschafft haben und darum freue ich mich jetzt wirklich, sie beide begrüßen zu dürfen aus der Silber Champions League, Sabine und Wolfgang Lindemann. Ja. Hallo! Wir grüßen euch recht herzlich. Liebe Grüße an euch alle, liebe Grüße an dich und danke für die Einladung. Also ich freue mich, dass ihr euch wirklich da auch Zeit genommen habt, weil es ist wirklich nicht selbstverständlich an einem Sonntag, ja. Am Morgen. Ich weiß ja, dass ihr zwei ja Frühaufsteher seid, ne? Ja, ja, ja. Ich ja. Ja, 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 ja. Never, ever. Ja, wollt ihr euch einmal kurz vorstellen, wer ihr seid, von wo ihr herkommt, wie euch der Weg eigentlich zu PM also auch ins Leben geflogen ist und erzählst einfach mal kurz ein paar Sätze. Und dann habe ich sehr viele Fragen an euch. Ich bin absolut happy drüber. Vielleicht fange ich an. Ja, im Jahr 2002 bei einer Bauweiterbildung, ja, habe ich den Michael Dorn kennengelernt und der zeigte mir irgendwas von so einem Pulver. Und da habe ich gesagt, so ein Mensch braucht keiner das Zeug, ja. Ich auch nicht, hatte aber viele, viele Baustellen und es dauerte ein Jahr, bevor ich damit angefangen war. Und ich hatte viele gesundheitliche Baustellen und zu Anfang ging es mir nur darum, wirklich gesundheitlich Verbesserungen festzustellen. Ja? Und ja, das war der Beginn, ja, ganz, ganz zaghaft. Als die Dosen dann zu Hause waren, habe ich natürlich mitprobiert. Ich habe gekostet, hat gut geschmeckt. Und was ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, ist sehr viel mehr Energie. Aber was das ganze Geschäftsgedöns betrifft, wollten wir nichts damit zu tun haben. Weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich habe ja schließlich was Gescheites gelernt. Genau. Ich mache sowas nicht. Aber was ziemlich schnell passiert ist, dass wir mega begeistert waren, tolle Resultate hatten. Und dass wir angesprochen worden sind, beziehungsweise wir die ganze Welt angesprochen haben. Und wir haben dann dem Michael vertraut, der hat uns irgendwann auf eine Business Akademie eingeladen. Da sind wir hingefahren, da gab es eine Tombola, da haben wir zwei Karten für eine
Ernährungsakademie hieß das damals, Produktakademie gewonnen in der Tombola. So, und irgendwie waren wir da drin im Getriebe. Ja, vielleicht aber zwei Schlüsselerlebnisse noch, was damals auch so eine Rolle spielte. Wir hatten damals ein Haus gebaut, 5 Kinder. Die Kohle war extrem knapp gewesen. Es braucht ja immer solche auslösenden Punkte. Und der Micha Dorn sagte so beiläufig mal bei einem Gespräch zu mir, du, da kannst du dir ein passives Einkommen aufbauen. Und das bin ich nicht mehr losgeworden, übrigens bis heute, ja. Diese Aussage, hier kannst du dir ein passives Einkommen aufbauen, ja, und in Freiheit leben. Und ich war ja nun nicht mehr der Jüngste, ich wusste, irgendwann bin ich 65 und all meine Rentenvorsorgesachen sind alle ins Haus geflossen und ich hatte damit ein Motiv. Sensationell. Ja, ich habe jetzt gleich mal so ein bisschen aufgeschrieben, es sind ja sehr viele auch da, glaube ich, in diesem Call auch drin, die trotzdem auch vom Geschäft gedötzt, also das finde ich ja so geil. Sorry, aber vom Geschäftsgedöns manchmal auch ja, ein bisschen, wie soll ich es erklären, auch negativ eingestellt sind oder auch unwissend eingestellt sind. Aber ihr seid halt vom Produkt zum Geschäft, aber ich glaube, bei euch war ausschlaggebend, dass ihr mehrere Inspirationen, mehrere Punkte gehabt habt, wo ihr immer wieder auf dieses Geschäft gestoßen seid. Und das, glaube ich, auch der Grund, warum ihr gestartet seid. Sehe ich das so richtig? Genau, also zum einen diese negative Einstellung, die wir dazu hatten, die resultierte tatsächlich aus absoluter Unwissenheit. Und ich bin heute davon überzeugt, dass der Michael Dorn die richtige Entscheidung getroffen hat, uns auf die Veranstaltungen mitzunehmen. Was mich dort fasziniert hat, war, da standen Menschen auf der Bühne, haben ihre Story vom freien Leben erzählt und dieses Thema Freiheit war halt einfach immer unseres. Ja. Und dann habe ich mir die so angeguckt und dann habe ich gedacht, was haben die, was ich nicht habe? Also ich habe wirklich auf diese Storys gehört, ich habe die Menschen dort gesehen und das war so für mich, was sind das für Leute so rundherum? Und ich bin ein absoluter Bauchmensch. Wenn so die Energie stimmt, wenn die Chemie stimmt, dann bin ich dran und dann bin ich offener. Vielleicht kennt der ein oder andere das von euch, dieses Halbwissen über Network Marketing. Über viele, viele Jahre war ich davon geprägt. Ich hatte manchmal an meinem Dienstauto, ich hatte ja ein eigenes Unternehmen auch gehabt, ja, manchmal so einen kleinen Zettel dran, ja, wo drauf stand, in 3 Monaten 10.000 Euro oder mehr, bist du dabei? Und da habe ich immer gesagt, das ist doch sowas von kriminell, das kann doch nicht funktionieren. Wem geht's ähnlich? Wer hat sowas schon mal erlebt? Ja? Und da war ich negativ grundeingestellt. Das kam für mich nie in Frage. Ja. Genau, also es hat immer, denke ich, mit Vertrauensaufbau zu tun, mit den Menschen zu tun, die dir das zeigen. Vertraust du denen? Vertraust du den Menschen, denen du dort begegnest? Und so baut sich so nach und nach und nach und nach ein Vertrauen auf. Und heute weiß ich im Rückblick ganz genau, in dem Moment, wo du von der Geschäftsidee genauso begeistert bist wie vom Power-Cocktail, vom Produkt, ja, dann bist du über den Berg. Dann hast du nicht mehr die Herausforderung, dass dich irgendetwas negativ beeinflusst in die Richtung, weil diese Zweifel kommen ja immer wieder. Das war zum Beispiel, wenn meine Kirstin Dedekind damals, die gestartet ist mit den Produkten und begeistert war und dann zu mir gesagt hat, sie hätte da mal PM und Fitline gegoogelt, na, was man da alles lesen kann. Und da habe ich dann wieder... Da kamen damals noch so in mir so Zweifel, ne, wo ich dann immer so, hoffentlich tust du dir jetzt nichts Schlechtes und so. Ne. Hatte ich selber noch so manchmal so ein komisches Bauchgefühl. Aber heute habe ich da betonener Brust. Ich weiß, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind mit dem richtigen Unternehmen unterwegs und in der richtigen Branche. Was sie also sehr schön gesagt, also gerade das Thema Vertrauen spielt ja eine absolut die größte Rolle. Und jetzt sind wir auch schon wirklich im Thema drin. Ihr habt damals Michael Dorn vertraut und ihr seid ja damals gestartet. Wie war so der Weg damals zum IMM? Wie war so der Weg dann ins Präsidents Team? Da mal kurz was. Ja, also man muss dazu sagen, aus heutiger Sicht würde ich sagen, der Wolfgang, verkopfter Ingenieur,
völlig damals Network ungeeignet. Ich war selbst herrlich. Ich hatte ja immer recht gehabt, ja, in der Gutachterei auch und so. Und dann hatte ich auf einmal Menschen, ja, ich war ja 1000% davon überzeugt, die gesagt haben, nein, so ein Scheiß braucht niemand und so, ja. Und da habe ich mir dann überlegt, nee, dann verkauf mal lieber Joghurt. Joghurt essen viele Menschen, ja. Und mit Joghurt wirst du jetzt erfolgreich, ja. Also wir sind gestartet, wir haben zu Michael gesagt, ob er uns helfen kann. Also man muss eins dazu sagen, da war ja noch nichts mit Zoom um 8:30 oder sowas. Wir sind dann von Berlin nach Franken gefahren, um uns eine Homeparty anzuschauen, ja, um verschiedene Dinge zu lernen. Haben wir uns einfach immer ins Auto gesetzt und sind gefahren. Und wir haben jetzt gerade neulich das erste Foto, also das Foto von unserer ersten Homeparty bei uns zu Hause gefunden. Also das war schon sensationell. Wir sind 2003 im September mit dem Teampartnerantrag unterschrieben und Anfang 2004 war diese Homeparty. Was wir damals gedacht haben, alle Leute, die wir einladen, werden anfangen, weil das ist ja so toll. Ja, ja. Alle Leute vertrauen uns, so wie ich das aus meiner Sozialpädagogik gewohnt war. Ich war gewöhnt, dass die mir vertrauen. Ich war gewöhnt, dass die machen, was ich sage. Also ich war nicht gewöhnt, dass es da irgendwie Ablehnung gibt. Und das war ein ganz großer Knackpunkt, den wir lernen mussten, dass dieses Nein, diese Ablehnung nicht uns persönlich gehört. Und du hast jetzt gerade gefragt, wie war der Weg zum IMM? Also vielleicht kennt ihr das mit dem Thema Zielcollage und man soll sich das visualisieren, was man schaffen will. Wir hatten dann so einen Zettel am, ich habe keine Ahnung, 27.11. IMM, am so, und der hing auf dem Klo, der hing am Spiegel, der überall. Hing in der Küche, der hing ja. Überall. Dann war das Datum da, wir haben es nicht geschafft, haben ihn wieder abgenommen. Haben wir neuen Zettel. Haben wir neuen Zettel wieder geschrieben, ja. Ich glaube, das haben wir 3, 4, 5 Mal gemacht. Ja. Aber eins stand nie zur Option, dass das nicht funktioniert. Oder dass wir aufhören. Dass wir aufhören. Ja. Das stand nie zur Option, ja, weil mein Bauch, wir sind trotzdem immer auf Veranstaltungen gefahren und dort wurde immer gesagt, du sollst Leute mitbringen, bring Menschen auf die Veranstaltung mit. Ihr müsst eins wissen, die Business Academy war in Frankenthal, Berlin, das waren wie viele Kilometer? 600? Ja, über 600, ja, ja. So, du sollst Leute mitbringen. Ja, dann waren wir wieder alleine da. Alle hatten neue Leute da, wir saßen immer da allein. Und auf der Bühne wurden große Geschichten erzählt und ja, ja, die Lindys wieder allein und nichts ging voran. Aber wir haben nie aufgegeben. Wir haben immer wieder gesagt, okay, wenn das für die funktioniert, funktioniert das für uns. Wir haben immer wieder in den Spiegel geguckt, was müssen wir verändern? Hm. Das ist dieses Selbstlernen. Und damals hatten wir uns häufig auch in der Wolle gehabt, ja? Ach ja. Weil wir beide ja so Visionen hatten und Wege und was haben wir uns nicht gestritten, ja? Und hier vielleicht auch diese Geschichte Network Marketing, ja? Wenn man das irgendwann dann im Bauch, im Blut hat, ja? Da kann man so viel lernen. Ich hatte ein eigenes Unternehmen und in der Akquise habe ich zu Anfang, völlig bescheuert, angefangen, Ärzte anzurufen und Heilpraktiker, ja. Also wenn man anfängt, also gebe ich euch einen Tipp, erstmal eure Bekannten anrufen. So, ja? Aber über diesen Weg, und dann hat Biene damals immer gesagt, du, Wolfgang, mach du mal, ja. So, heute ist es umgedreht, ja. Biene ist so souverän geworden, ja. Der kann ich überhaupt nicht mehr ins Wasser reichen. Ja? Also wenn man etwas wirklich, wirklich will, schafft man es. Und egal, wie lange es dauert, wisst ihr? Und dann kam 2003, haben wir den ersten Paar. Ich traue mir das gar nicht zu sagen. Ihr seid doch, Jürgen, immer die, die ganz schnell IMM werden und ja, machen. Also wir haben 2003 den ersten Power-Cocktail getrunken und 2006 waren wir dann IMM, Jubidu. Ja. Sensationell. Also man sieht wiederum das Thema nie aufgeben. Aber der wichtigste Punkt, glaube ich, war bei euch in der gesamten Karriere, dass ihr, und das, glaube ich, machen sehr, sehr, sehr viele richtig, also nur nicht so richtig, so ist so klar, dass sie immer wieder versuchen, alles eigentlich selbst umzusetzen, also alles selbst zu machen. Aber ihr habt einen ganz wichtigen Satz gesagt. Ihr seid damals zu Michael gegangen und habt gesagt, kannst du mir helfen? Ja. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt überhaupt. Man kann der
beste Bauingenieur sein, man kann der beste Architekt sein, man kann der beste Arzt sein auf diesem Planeten. Das hat überhaupt nichts mit unserem Geschäft zu tun. Also komplett grundsätzlich überhaupt nicht. Und wollt ihr da mal was dazu sagen? Weil ich glaube, ihr kriegt es auch selber mit, dass da viele Hemmungen haben, sich an die Upline zu wenden, an den Sponsor zu wenden. Vielleicht habt ihr da ein paar Tipps. Also da habe ich einfach einen ganz einfachen Satz. Ich habe das ja auch manchmal. Ich kann dich doch nicht dauernd anrufen. Also ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Wir haben ja alle gelernt in der Schule, das sind Glaubenssätze. Ne? Wir müssen alles richtig machen. Wir müssen oder wir dürfen keine Fehler machen. Also so werden wir ja programmiert in der Schule. Wir werden programmiert auf Perfektionismus, auf richtig machen, auf selber machen und auf dich nicht so doof anstellen. Also wir haben alle in der Schule irgendwann erlebt, wenn wir Fragen gestellt haben, wenn wir nicht weitergekommen sind, dass wir irgendwie bloßgestellt wurden. Von mir aus manchmal sogar vor der ganzen Klasse. Und deshalb vermeiden wir das. Wir wollen alles richtig machen. Wir wollen nicht andere fragen müssen. Wir wollen selber drauf kommen. Das liegt in uns drin. Das sind Glaubenssätze, die wir haben. Und Jürgen, du hast es gerade schon gesagt, dieses Geschäft hier ist halt anders. Das ist völlig anders. Die Menschen, die da, so wie das immer aussieht, über uns sind, also unsere Upline, die sind sehr, sehr daran interessiert, dass du gut vorankommst. Die sind in der Regel sehr daran interessiert, dass du Fragen stellst, dass du dir helfen lässt. Und da steht dann manchmal der alte Glaubenssatz im Weg, dass man sich das nicht traut. Also mein Appell an euch alle, nehmt den Hörer in die Hand, wenn irgendwas knirscht, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ihr es wollt, ruft eure Upline an, weil die wird dafür bezahlt, dass du gut lernst, dass du gut vorankommst, weil unser Geschäft ist einerseits, Menschen zu helfen, was die Produkte betrifft. Aber andererseits, und das sehe ich heute als meine Haupttätigkeit an, ist Menschen zu helfen, mehr Lebensqualität zu bekommen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich Finanzen, im Bereich Karriereaufbau. Und da ist die Upline diejenige, die dir weiterhelfen kann. Und wenn das deine Upline nicht kann, es war dann bei uns die Situation, als wir VP waren, ja, und ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag, das war 2008, der dann auslief, und da stand für mich die Option, entweder ich nehme einen neuen Arbeitsvertrag an oder ich mache hauptberuflich Fitline. Und da sind wir damals auf Michael zugegangen und haben gesagt, 2007 Weihnachten war das, und haben gesagt, Michael, kannst du uns helfen? Will jetzt richtig Vollgas geben. Wir müssen jetzt Präsident werden. Wir brauchen die Kohle so ungefähr. Ja. Und da hat Michael gesagt, ups, das traue ich mir nicht zu. Fragt mal den Joachim. Also es gibt über jeder Upline immer noch eine Upline, die dann wirklich weiterhelfen kann. Und das haben wir dann gemacht. Da haben wir dann den Joachim gefragt, und da ist dann eine sehr enge Zusammenarbeit mit Joachim entstanden. Die aber, und da sind wir nochmal bei dem Thema, alles besser wissen oder nicht, das musste auch erst reifen. Also so wie der Herr Heberlein immer nur Geschichten erzählen, das war mir ja früher zu banal. Ne? Da habe ich mir gedacht, nee, so kann man das doch machen. Das muss man doch den Leuten richtig erklären. So, und das hat dann zwar Jahre gekostet. Und irgendwann haben wir es kapiert, dass Geschichten erzählen, da im Topf, das easy peasy ist. Ja, genau. Und ja, und dann haben wir es. Vielleicht gemacht. Ergänzend auch nochmal ein Wort zu dir. Was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen immer davon ausgehen, es ist eine Selbstständigkeit. Und jeder, der hier vorankommen möchte, der kriegt nicht das Wissen auf dem Tablett serviert, sondern man muss es sich abholen. Ja. Und das dabei auch immer bitte beachten. Und ich stelle immer wieder fest, auch Teampartner bei uns, manchmal gibt es ja Phasen, wo nicht alles so läuft, dann melden sie sich nicht. Und sie melden sich manchmal dann, wenn es richtig gut läuft. Tipp an euch, meldet euch auch, wenn ihr mal im Keller seid, ja, euer Sponsor kann euch immer helfen. Also ich glaube, da war jetzt schon sehr vieles dabei. Und was ich halt so faszinierend finde, ich muss jetzt die Geschichte einfach erzählen, wie wir damals von der Schweiz oder na, wo sind wir? Mit dem Wohnmobil? Wir sind von Luxemburg in die Schweiz. Luxemburg vom Dachl in die Schweiz gefahren. Genau, so war das. Und ich war damals, glaube ich, Präsidentsteam, oder? Ja, gerade so, ja. Gerade so. Keine Ahnung, was du warst, ja. Und ihr, glaube ich, wart Gold oder so, glaube ich. Ja,
Und ich sitze da drinnen und ich werde das nie vergessen in dem Wohnmobil. Damals war es noch ein bisschen kleiner wie jetzt. Ja. 5,60 Meter. Und wir sitzen da so drinnen und dann, und ich, eigentlich wollte ich wissen, wie die das machen. Also das war eigentlich der, also ich wollte unbedingt mitfahren mit denen zwei und wollte es einfach klären. Und dann sitzt man da so drinnen und ich glaube, wir haben durchgequatscht. Ja, das ja. absolut Schönste ist ja auch in diesem Geschäft, dass es Menschen gibt, die in gewissen Dingen extrem gut sind und in anderen gewissen Dingen extrem gut sind. Und so funktioniert auch eine Zusammenarbeit. Und da bin ich auch wirklich dankbar, dass wir jetzt schon seit Jahren so eng zusammenarbeiten, immer wieder und gegenseitig helfen. Das ist ja das absolut Schönste. Also das wollte ich halt unbedingt sagen, das haben wir extra aufgeschrieben, dass ich das weiter mal sage. Zum Thema nur, also ihr seid dann zum Joachim gekommen und ich kenne ja die Gespräche mit Joachim und er sagt, ach, ist ja alles einfach, brauchst du nur ein bisschen Geschichten erzählen. Ja. Ach, alles einfach. So, willst du das mal kurz vielleicht erklären, was das verändert hat und dass man das einmal vielleicht begreift, um was es da hier wirklich geht? Ja, also zum einen hat mich verändert, dass, oder hat bei mir verändert, dass ich gesehen habe, der macht zwar Dinge, die ich nicht verstehe, aber der ist da, wo ich hin will. Also er war ja immer schon Nummer eins, Nummer zwei, wie auch immer. Und das ist das, was uns dann überzeugt hat, wo wir dann gemerkt haben, beziehungsweise es war eine Situation, es war auch so eine Schlüsselsituation. Mhm. Wir hatten ein Meeting mit ihm zusammen und da lag ein Buch aufgeklappt auf dem Tisch. Wave 4 hieß das oder heißt das. Und da stand drin, du musst erst Schüler sein, bevor du Lehrer sein kannst. Und irgendwie hat mich dieser Satz angesprungen. Und das war so eine Schlüsselsituation, wo ich gelernt habe, ach, sollte ich doch vielleicht jetzt doch mal auf den Heberlein hören. So, und dann, wie gesagt, habe ich ihn gefragt. Wir haben gesagt, an der Weihnachtsfeier, wir bräuchten mal deine Hilfe. Und da hat er ganz klar gesagt, okay, ihr schreibt mir eure Ziele. Du machst 10 Neins am Tag und du rufst mich abends an. Die drei Sachen. Und also, was habt ihr bisher schon erreicht? Im ja, Leben das so, kam ja? dann genau. im Verlauf noch. Aber das war der Anfang, war einfach wirklich eine ganz klare Ansage, was ich von ihm eigentlich in der Form überhaupt nicht kannte. Aber ich sage euch eins, ich habe mir die Arschbacken zusammengekniffen und habe diese Dinge gemacht. Die Zielplanung hat er noch gleich am selben Abend auf dem Tisch gehabt. Und dann habe ich diese 10 Neins. Also 10 Menschen sagen, nein, interessiert mich nicht. Das sind, wenn du es mal hochrechnest, 15 bis 20 Telefonate am Tag. Das habe ich einfach durchgezogen. Und das hat mit mir gemacht, dass ich gemerkt habe, wir haben es hier mit einem Geschäft zu tun, was das Gesetz der großen Zahlen verfolgt. Also wo du wirklich mit vielen Menschen sprechen musst. Wir haben manchmal das Gefühl, dass Leute die Tante Ella und die Isabelle angesprochen haben und gesagt, bei mir funktioniert das nicht. Also meine Leute, die wollen das alle nicht. Und ne. Es ist wirklich wichtig, dass wir viele Menschen informieren. Und das haben wir tatsächlich ein halbes Jahr lang durchgezogen. 10 Menschen informiert und das Wichtigste war, ich habe wirklich jeden Abend den Joachim angerufen. Ich habe ihn angerufen und wir haben diese Gespräche reflektiert. Wir haben die ausgewertet. Ich sage das heute mal so, er hat mir Wörter geschenkt. Er hat mir geschenkt, was könnte ich stattdessen sagen, wenn die Leute irgendwie komisch gegrunzt haben oder wenn irgendwie sie das nicht hören wollten. Und er hat immer, und wenn er den reden hört, dann denkt man, boah, wo holt er das immer nur her? Er hat immer das richtige Wort, immer wertschätzend und immer anerkennend und irgendwie kriegt er damit die Leute. Und das habe ich in dieser Phase gelernt. Und im Rückblick, das ist immer noch mal bei dem Thema, ich kann dich doch nicht dauernd anrufen, habe ich ihn mal gefragt, ich sage mal, Joachim, sag ich, mit deiner großen Organisation, du bietest das an, ruf mich jeden Abend an, mach deine 10 Neins, wir reflektieren. Das wollen aber bestimmt 200 gesagt, Leute bei dir machen. Wie schaffst du das, habe ich gesagt. Ja. Hat er zu mir gesagt, du hast es gemacht. Also anbieten würde das vielen und auch ich biete das vielen an, aber es sind ganz, ganz wenige, die es tatsächlich machen. Oder und, dann nur 14 Tage durchhalten. Genau, und das war wirklich für uns ein absoluter Wendepunkt A, wo ich die Angst verloren habe, wo ich wirklich eine Routine entwickelt habe, wo ich
meine zu mir passenden Sätze gelernt. Ich bin ja auch nicht der Joachim, ich muss ja meins finden. Mhm. Aber dazu braucht es manchmal eine Krücke. Du fährst auch Fahrrad erst mit Stützrädern und dann fährst du ohne. Na, wenn du Fahrradfahren lernen willst oder beim Autofahren hast du einen Fahrlehrer erst dabei, machst die Dinge einfach nach und irgendwann entwickelst du dann deine Dinge. Und das ist hier genauso. Meine Gespräche laufen heute vom Grundsatz her ähnlich ab, aber trotzdem habe ich mein Wording gefunden. Und das war eine wirklich harte Zeit, aber eine sehr lehrreiche Zeit damals. Und das Schöne, was wir da begriffen haben, nach diesem halben Jahr Zeit versetzt, hatten wir das größte Wachstum, die größte Entwicklung in unserem persönlichen PM-Geschäft. Genau. Und das war eine Erkenntnis, die war ganz, ganz wichtig. Faszinierend. Also gerade das Thema, weil viele halt immer wieder so den Schlüssel zum Erfolg haben wollen, so die Abkürzung. Die Abkürzung ist einfach bei 6 Monaten 10 Neins pro Tag. Das ist die Abkürzung. Das ist eine Abkürzung. Ja. Eine Abkürzung, ja. Ja. Und ich kann mir nur erinnern, wie der Joachim hat mir das ja auch damals angeboten, obwohl ich nicht in seiner Organisation bin und ich immer dachte, hey, wenn der das jetzt mir anbietet, das muss ich auch umsetzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es wirklich ein Jahr durchgezogen. Also ich habe ein Jahr lang, ob jetzt Silvester, ob das jetzt Weihnachten war, wirklich tagtäglich angerufen, jeden Tag. Und es war immer krass, weil der legt ja immer so schnell auf. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du das. Ja, man ruft gerade an. Ja, und ich habe immer gedacht, habe jetzt was falsch gemacht. Aber das Thema war nämlich das, und das will ich euch sagen, und das ist das, was auch jetzt ihr zwei gesagt habt. Es geht nicht um das, dass man da jetzt sofort den Punkt da erhält, dass man jetzt da durchschießt durch die Decke. Sondern es geht einfach um die Entwicklung und so wie du gesagt hast, zeitversetzt dann das zu machen. Und ich habe jetzt beispielsweise in der gesamten Organisation bei mir und nur einen, der sich wirklich tagtäglich meldet. Und der weiß jetzt, glaube ich, selber, wer das ist. Aber das ist nämlich der Klaus, das ist der Einzige, der sich tagtäglich bei mir meldet. Man sieht ja auch seine Entwicklung, die er explodiert. Also das Thema ist das, was ich da euch wirklich als Tipp geben kann. Meldet euch das, macht es wirklich und zieht es einfach durch. War die Zeit jetzt einfach für euch? War das easy cheesy? Hat es mal geschmerzt oder magst du damit vielleicht das erklären? Ja, das hat sehr geschmerzt. Ja. Vor allen Dingen immer noch dieser Umgang mit der Ablehnung und also nicht die Arbeit. Arbeitstiere sind wir schon immer, also wir können gut arbeiten, das ist nicht die Frage, aber dieses... Wenn die Leute mich abgelehnt haben oder wenn ich habe ja dann entweder Telefonate gemacht oder ich bin rausgegangen, habe draußen in Anführungsstriche Kontakte gemacht und wenn die dann mich abgelehnt haben oder wenn dann vielleicht noch so negative Mimik und Gestik dabei war, da gab es auch Tage, dann bin ich draußen rumgerannt, habe mir 3 Paar Schuhe gekauft und bin heulend nach Hause gekommen, weil ich eben noch nicht diese 10 Kontakte gemacht habe oder diese 10 Neins, weil es eben einfach... Aus meinem Bauch raus, ja, dann war das einfach scheiße. Das werden wir auch nie vergessen. Da kam Biene dann manchmal dann abends nach Hause und heulte bitterlich und sagte, die Scheiße macht mir keinen Spaß. Ja, und ich habe gesagt, wir haben uns geschworen, wir ziehen hier durch. Ich war damals noch Dozent gewesen, ja. Habe zwar auch Kontakte gemacht, aber nicht so viele wie die Sabine. Und heute können wir wirklich sagen, heute macht es Spaß. Heute verstehen wir das. Aber damals haben wir es nicht verstanden. Ja, und es war für mich so ein Widerspruch, dass die Leute, also wenn ihr auf einer Business-Akademie steht und dann werden die Leute geehrt und dann stehen die da vorne und dann sagen die, das macht alles so einen Spaß, das ist so schön und tolles Business. Und ich selber habe immer gedacht, oh, was erzählen die? Oh, ein Scheiß, ja. Aber ich kann euch eins sagen, es ist wirklich wie mit allem. Schlittschuhlaufen macht mir auch keinen Spaß. Aber diejenigen, die es richtig können, denen macht es Spaß. Und es ist hier nichts anderes, wenn du es geübt hast, wenn du einfach täglich die Dinge tust, die am Anfang vielleicht nicht wirklich Spaß machen. Richtig. Heute macht es mir Spaß, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, wenn ich meine Akquise mache, wenn ich mit Leuten... Rede, das macht mir einfach definitiv Spaß und das ist dann auch nicht gelogen. Ich bin nur einfach ein paar Schritte weiter. Genau. Vielleicht auch eine schöne Metapher oder ein schönes Beispiel. Ich war ja 12 Jahre lang im Hochleistungssport. Ich war Sportschwimmer. Wisst ihr, wie mich das angekotzt hat? Hier diese Handstellung.
im Schwimmkanal, das wurde per Video aufgezeichnet, das habe ich über 2 Jahre lang trainieren müssen, ja, um auch bei hoher Geschwindigkeit genau effektiv die Handstellung zu haben, ja. Und hier im Network, ja, kommen die Menschen an und wenn es nach 14 Tagen nicht funktioniert, sagen sie, oh, der Scheiß ist nicht für mich und ich bin weg, ja. Aber was macht den Unterschied? Also ich würde ja nicht 2 Jahre lang die Handstellung probieren. Hätte ich auch damals nicht gemacht, weil das nicht mein Thema ist. Ja. Das ist nicht mein Sport. Du hältst es falsch. Warte mal, hier so. Das bin ich nicht. Wisst ihr, was hier wichtig ist? Und zwar ist das das Warum. Ja. Warum sollte ich durch diese Anstrengung durchgehen? Der Lindy hat sich auf dem, wie sagt man dazu, auf diesen Gewinnerblöcken gesehen. Also er wollte die Medaille haben. Du meinst jetzt ja. Beim Schwimmen. Ja. Deshalb hat er das geübt. Er wollte das einfach können. Und ich wollte in die Welt reisen. Und genauso ist es für uns oder ist es im Network Marketing, wenn du ein klares Warum hast, warum tust du das dann nur dann? Gehst du durch diesen Weg, der auch mal schmerzen kann? Also dieses, es gibt ja so 1000 Wörter dafür, verlassen der Komfortzone und ne. Das ist alles Theorie. Hier drin muss es brennen, hier musst du was haben, wo du hin willst. Das ist für uns immer die finanzielle Freiheit und die Freiheit gewesen, das Leben so zu leben, wie wir es leben wollen, also quasi, wie wir es heute leben. Normal sitzen wir Sonntag 8:30 hier nicht am, aber wir tun es gerne, weil wir das lieben. Und das Warum ist einfach der. Wisst ihr, jahrelang, wir haben ja 5 Kinder und ganz, ganz viele Enkel und was weiß ich nicht, ja. Ganz viele sind auch 5. Naja, du warte mal jetzt. Und jedenfalls wollten wir immer in einem Ferienhaus mit all unseren Kindern und Enkeln mal Urlaub machen, mit Sauna drinne. Und ganz viele Jahre konnten wir uns das finanziell nicht leisten. Seit einigen Jahren machen wir das regelmäßig. Wisst ihr, wie schön das ist? Das war für uns auch jahrelang ein Motiv, was wir uns nicht leisten konnten. Und heute leben wir es. In Freiheit, selbstbestimmt. Ja, wir brauchen, das wäre für mich schlimm, wenn ich einen Chef hätte, der zu mir sagt, du musst, Wolfgang. Aber aus eigenem Antrieb, weil man etwas gerne macht, anderen Menschen helfen. Das ist unser Motiv, warum wir den Job lieben. Da war so viel Wertvolles drin, aber ich muss immer so viel lachen. Es ist einfach so aus der Realität gegriffen, es ist einfach sensationell. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema und ich glaube, das Thema ist ja wirklich wichtig. Es geht ja bei uns im Network immer das, du musst positiv sein, du musst gut drauf sein, du musst, keine Ahnung, ihr wisst ja circa, was ich meine, ne? Ja. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo ja extrem viel Negatives auf uns einprescht. Also die ganzen Tage über Negatives einfach wirklich permanent eigentlich da ist. Und ich glaube, für viele ist das gerade eine riesengroße Hemmung und auch ein riesengroßer, schwerer Stein, den sie mitziehen, dass sie hier wirklich durchstarten. Was habt ihr da vielleicht wirklich einen Tipp für? Also was könnt ihr dazu sagen? Als allererstes ist das Wichtigste die Produktliebe. Also wenn du noch nicht das Produkt verwendest, dann fang spätestens jetzt damit an. Rühr den Power-Cocktail an, liebe den Power-Cocktail und genieße ihn. Also sei in dem Moment nur bei deinem Power-Cocktail und liebe ihn. Und wenn du das tust, dann stell dir die Frage, welches Recht habe ich, das für mich zu behalten? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, schau einfach drauf, immer wieder auf die Firma, auf die Produkte, auf die Erfahrungsberichte, die du und andere produziert hast. Schau immer wieder auf die Dinge, die funktionieren. Ich persönlich habe sämtliche Nachrichten aus meinem Leben eliminiert. Wenn die Welt untergeht, das kriege ich schon irgendwie mit. Alles weg. Ich gucke auf die Dinge, die positiv sind. Und ich hatte es erst die Woche jetzt kürzlich in meiner Story. Wir jammern ja in dieser Zeit hier alle auf sehr, sehr hohem Niveau. Schaut euch mal um, wo ihr gerade sitzt. Ich gehe mal davon aus, 99,9% sitzen jetzt gerade irgendwo im Warmen zu Hause,
haben ihren Power-Cocktail schon getrunken, sind gesund und fit, können aufstehen, können laufen, können Fenster aufmachen, Fenster zumachen, können den Kühlschrank aufmachen, sich was Schönes zum Frühstück holen nachher. 99,99999%, vielleicht geht es dem einen oder anderen gerade wirklich gesundheitlich nicht gut, dann wünsche ich dir alles Gute, gute Besserung. Und schau trotzdem drauf, was läuft in deinem Leben gerade richtig gut. Mhm. Und das ist das, was wir wirklich immer wieder machen. Und wo wir auch darauf achten, dass da keine Luft rankommt. Sobald innerlich irgendwelche Zweifel oder irgendwelche negativen Gedanken kommen, geht es sofort in die Ruhe, in die Stille, versuche ich bei mir jetzt zu sein und zu gucken, was läuft gerade gut. Mhm. Es gibt diese 80-15-5-Regel, die ich in meinem Leben absolut zelebriere, die sagt, 80% in deinem Leben sind super, sind sensationell. Das ist die Beziehung mit deinem Partner, von dieser Beziehung sind 80% gut. Klar gibt es 5%, die scheiße sind. Also ich bin 90%. Die man gern besser hätte. 15%, im Übrigen in jeder Situation, ob es dein Job ist, ob es dein PM-Geschäft ist, sonst wärst du Sonntag 8:30 nicht hier, wenn nicht 80% gut wären. Ob es deine Kinder sind, ob es die Nachbarn sind, dann wärst du lange umgezogen, wenn das so doof wäre. Also 80% sind immer in Ordnung. Was anderes hält der Mensch nicht aus. Dann kommt dann die Veränderung. 80%. So, und 15% sind so, lalala. Oh, lala. Geht so. Könnte besser sein, aber geht. Und 5% sind das, was jetzt gerade nicht gut läuft. Und in diese 5% gehört für mich da draußen auch die Situation, die da gerade ist. Die gehört für mich einfach in diese 5%. 5% sind, wenn du wirklich gerade richtig Stress in der Familie hast, kindkrank, irgendwelcher krank, das sind auch 5%. Die brauchen auch manchmal mehr Energie. Aber wenn du die Nachrichten zu deinen 80% werden lässt, wenn du die negativen Kommentare oder was bei Facebook oder wo auch immer gepostet wird, das wird bei mir alles eliminiert, die werden gesperrt, die werden gelöscht, weg. Ich persönlich lasse es nicht zu, dass meine 80% gestört werden. Und das ist so, so, so wichtig. Es gibt natürlich auch PM 80-15-5. Auch bei PM gibt es optimierbare Dinge. Bei PM gibt es mal einen Anruf, wo ein Teampartner vielleicht nicht die Antwort kriegt, die er erwartet hat. Bei PM muss man vielleicht mal auf das C-Balance warten. Bei PM muss man vielleicht mal irgendwas. Aber Leute, du entscheidest in deinem Kopf, konzentrierst du dich auf die 5% und lässt den Tag versauen oder konzentrierst du dich auf die 80% und genießt den Tag. Mhm. Das ist für mich das A und O. Und wenn du das geschafft hast, nein, ich gehe noch ein Stück zurück. Wenn du das noch nicht kannst, auch da ruf doch wieder deinen Sponsor an, wenn es dir gerade nicht gut geht. Dem geht es mit Sicherheit gut. Dann frag ihn doch einfach mal, was ist los? Habe ich beim Joachim auch gemacht. Ich habe mich immer bei ihm ausgeheult. Irgendwann hat er gesagt, so Sabine, jetzt bist du groß, jetzt schaust mal in den Spiegel, schaust mal, was du alles in deinem Leben schon geschafft hast. Jetzt kriegst du das selber hin, dich am Schopf aus dem Negativen zu ziehen. Mhm. Aber es ist wichtig, dass man das lernt. Vielleicht von mir auch noch ein Hinweis. Gerade in der jetzigen Zeit ist es so, so wertvoll. Bei uns gibt es ein Ritual, früh jeden Morgen, wenn wir aufstehen, 10 Dankbarkeiten aufzuschreiben. Da kommt man automatisch in eine positive Einstellung, positive Stimmung. Und wenn man weiß, das ist auch kein Geheimnis, wenn ich positiv denke, wirkt das auf meine 70 Billionen Zellen positiv. Das war schwer, dem Ingenieur das beizubringen. Denkt man, scheiße, ich bin mal so ordinär, ja? Dann wirkt sich das auch auf meinen Körper, auf meine Gesundheit aus, ja? Und wir haben jetzt ein schönes Beispiel vielleicht für euch. Vor einem Monat hatten wir immer einen Morning Call gemacht, um 6:30 aufstehen. Horror für Sabine, ich stehe ja gerne früh auf, ja? Aber wir haben das gemacht. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Danksagung wir bekommen haben. Danke, lieber Wolfgang, danke, liebe Sabine, du hast mich wieder aus meinem Tief rausgeholt. Aber hier sind wir wieder an dieser Stelle der Selbstständigkeit. Wenn ihr es schafft, euch auf eigene Art mit eurem Partner rauszuziehen,
in das Positive zu switchen, dann geht ihr auch viel früher raus oder ruft Menschen an, dass wir unsere Konzepte, unsere fantastischen Produkte einfach weitergeben. Und darum geht es, anderen Menschen helfen. Ich habe da noch ein Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir kommen ja beide aus der ehemaligen DDR. Und da gab es ja 1987, 88, 89 schon mal so eine Situation, wo Menschen auf die Straße gingen, wo das ganze System, in dem wir damals lebten, ob das jetzt im Nachhinein gut oder schlecht war, wir waren einfach in diesem System drin, so wie wir alle jetzt in dem System sind. Wo das Wanken begann, wo das Wackeln begann, wo wir nicht gewusst haben, wie endet das jetzt hier. Wir hatten kleine Kinder, Verantwortung. Ja, wo wir nicht wussten, wo führt das jetzt hin. Im Rückblick weiß ich heute, es war alles gut, es war alles richtig und es ist alles gut geworden. Und ich glaube, dass wir auch daraus eine gewisse Resilienz entwickelt haben, mit so Dingen klarzukommen. Und ich sehe das heute ein bisschen genauso. Wir sind wieder vor so einer Situation, wo das gesamte gesellschaftliche System gerade ein bisschen wankt. Aber wenn du bei dir bist und dir deiner Fähigkeiten bewusst bist, kann da draußen die Welt wackeln. Bist du gestärkt daraus hervorgehen. Das ist ein bisschen wie ein Segelboot oder wie ein Boot in den großen Wellen. Die großen Wellen, die sind da draußen da. Aber wenn ich bei mir bin, wenn ich das Boot im Griff habe, wenn ich meinen Affengeschnatter am Kopf im Griff habe, wenn ich hier bin, hier, dann komme ich da durch. Da sind die Wellen nachher wieder glatt und alles ist schön. Aber ich kann natürlich auch verschluckt werden, wenn ich es zulasse. Also da war jetzt so viel Wertvolles drin. Ich wollte eigentlich so viele Fragen stellen, aber ich habe jetzt so viel mitgeschrieben. Also der Call wird jetzt circa 4 Stunden noch dauern. aber wir werden schon wirklich durchkriegen. Also 80-15-5, ich finde das so faszinierend. Auf die Regel habe ich wieder mal komplett vergessen, weil viele ja gerade, also ich merke es immer wieder, ich habe mal so ein ganz ein prägendes, das muss ich kurz erzählen, ein prägendes Erlebnis gehabt. Da habe ich aufgeregt selber, dass Päckchen manchmal ein bisschen später geschickt worden sind und sowas, habe ich selber aufgeregt. Und da habe ich mit einem anderen Networker einen Termin gehabt und wir sprechen so und dann sagt er, oh, bei euch läuft alles so gut, immer. Okay? Es ist so sensationell, sage ich. Darf ich mal kurz sehen? Sagt er, ja, ich bin Top-Führungskraft in den Unternehmen, habe aber seit 3 Monaten keinen Check kriegt. Dann haben wir Alec. Also hier geht's, musst du wieder mal auf die 80% Begeisterung. Es ist einfach faszinierend. Ja. Jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage und das ist, glaube ich, auch eine der elementar wichtigsten Fragen. Also ihr seid damals gestartet, ihr wart dann IMM, ihr seid zum Präsidentsteam geworden und dann ist die Erfolgskarriere so, wuff. Also ich kann mich noch erinnern, also da ist das Silber reingeknallt, dann war der Golf, Platin und zack war die Champions League da. Also das war einfach faszinierend. Wie geht ihr mit Personen um, die dieses Geschäft kurzfristig sehen? Du meinst, die denken, es geht ganz, ganz schnell. Genau. Wenn man sie sieht, dann Gold, Silber, also Platin etc., man sieht das vor einmal so, die Erfolgsgeschichten gehen ja durch die ganzen Teams durch, das wird ja promotet, aber man hat da immer wieder so Konkurrenzdenken, oh mein Gott, bin ich nicht gut vielleicht oder sowas, aber wie seht ihr das, welchen Tipp könnt ihr Menschen geben, die dieses Geschäft kurzfristig sehen? Ja. Also was eine meiner Lieblingsgeschichten ist, ist diese Geschichte vom Bambus. Ne? Wenn der Bambus in die Erde gesteckt wird, nagel mich jetzt nicht fest, aber ich glaube, das dauert 9 Jahre, ehe der aufgeht. Der Bambus, und dann schießt er innerhalb von einem Jahr, ich habe keine Ahnung, wie viele Meter. Das ist so ungefähr unsere Story. Ne? Der Bambus. Sabine Bambus. dieser Samen, da gehört ganz viel Vertrauen rein, dass der schon aufgehen wird, hegen, pflegen, gießen, wässern und nicht jeden Tag buddeln und gucken, ob was kommt, sondern Geduld haben, das wird wachsen. Ich arbeite sehr, sehr viel mit unserer Story und ich
wenn Leute sich schlecht fühlen, dass sie erst in einem Jahr IMM sind, spätestens dann hören sie meine Story, dass es bei uns eben mehrere Jahre gedauert hat. Ja. Was ich auch immer wieder mache, ist bewusst machen, wie lange dauert eine Ausbildung für irgendeinen Beruf. Dass man da einfach auch mal drauf schaut, wie lange hast du deinen Beruf, ob das Friseurin ist, ob das Schreiner ist, ob das sonst was ist, wie lange hast du dafür gelernt in der Schule und wie lange hast du dann noch in der Praxis den Feinschliff gemacht. Also das sind auch viele Jahre, die es braucht. Und wichtig ist, dass man dieses Network-Marketing, auch wenn du es nur 2 Stunden die Woche nebenberuflich betreibst, genauso ernst nimmst wie dein Hauptberuf. Also du musst es auch ernst nehmen und lernbereit sein. Und was Larry Thompson immer sagt, es sagt immer, es braucht 3 Dinge. Es braucht die Begeisterung. Wir stellen auch immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die sind am Anfang vom Power-Cocktail, von den Ergebnissen vom Zellreset so begeistert und nach einem Jahr ist das Leuchten aus den Augen weg. Also pflege diese Begeisterung, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass ganz du wichtig. Dich immer wieder ja. mal in den Anfang beamst, wie hat das angefangen. Dann sagt er, braucht es eine Lernbereitschaft. Wer die nicht hat, alles weiß, so wie die Lindys damals am Anfang immer schlauer waren als alle anderen. Da geht es nicht voran und dann braucht es die Bereitschaft, die Dinge zu tun. Ob du 3 am Tag machst oder 10 am Tag oder 1 am Tag, ist egal, eine kontinuierliche Arbeitsweise. Das sind die Dinge und da wird am Ende was rauskommen. Und was ich auch mache, ist, dass ich immer mit Storys arbeite, die zu den Menschen passen. Also, dass ich jemandem, der ein bisschen länger braucht, eben nicht einen Erfahrungsbericht, so wie, guck mal, wie der kann das sehr viel besser, von einem absoluten Schnellstarter unter die Nase halte, sondern ihm immer wieder Mut mache. Geht auch voran. Es sind alles ist möglich. Und vielleicht auch das Verständnis für Neue. Die meisten kommen ja aus dem Angestelltenverhältnis, ja. Sie sind es ja gewohnt, Befehle zu empfangen. Ich sage es mal so drastisch, ja. Und es ist ein Prozess, dass man hineinwächst in diese Führungsmentalität, dass man mit Menschen zusammen gemeinsam ein Ziel hat und es erarbeiten möchte, dass man hineinwächst in den Unternehmer, dass man selbstständig Dinge tut. Und das ist ein Prozess. Und das Tempo bei uns, was danach dann losgeht, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir etwas wirklich gut können, die Arbeit mit Menschen. Also wenn Menschen hier erfolgreich werden wollen, ja. wenn sie ihre Ziele erreichen wollen, dann die Leute an die Hand zu nehmen und sie da abzuholen, wo sie stehen, auch zu erkennen, was ist das für jemand, was braucht er jetzt für Hilfe, für Unterstützung. Also Jürgen, du warst ja ein völlig anderer oder bist ein völlig anderer Mensch als wir. Wenn man erkennt, was bist du für jemand, was brauchst du genau jetzt? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um danach voranzukommen, um danach schneller voranzukommen, wenn man das mit dem Team hinkriegt. Und was wir auch, worauf wir auch ganz viel Wert legen, aber das sehe ich auch bei euch, dass ihr das so macht, ist überhaupt ein Team entstehen zu lassen, also sprich die Menschen zusammenzubringen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das weiß ich aus meinem früheren Leben, der Mensch braucht andere Menschen und das ist eine der größten Herausforderungen gerade in dieser Zeit. Deshalb schießen die Zooms wie Pilze aus dem Boden, deshalb im Übrigen noch was zu den Zooms. Wie auch hier gilt die 80-20-5-Regel. 80% deiner täglichen Zeit, wenn du die am Zoom verbringst, wird dein Geschäft nicht wachsen. 80% deiner täglichen Zeit, die du hast, sprich mit Menschen, geh in die Akquise, sprich mit Leuten, erzähl über dein Produkt. 15% ist dann die Arbeit mit deinem Team. Und 5% können die Zooms sein. Wenn du das umdrehst, das kann für eine gewisse Zeit mal so sein, da kann man schon mal sich ein bisschen mehr Input holen. Aber wenn du das permanent umdrehst und nur 5% in der Akquise bist, dann bist du fremdgesteuert und dann baust du nicht dein Team auf, dann schaust du jeden Tag nur zu, wie andere Teams wachsen. Und das ist auch
kein gutes Gefühl, glaube ich. Aber ich komme nochmal zurück. Wir arbeiten auch mit Zooms, wir arbeiten auch mit verschiedenen Dingen. Aber was wir immer wieder merken, ist, die Menschen echt zu treffen, die Menschen einzeln im Zoom zu haben, einzelne Gespräche, virtuellen Kaffee zu trinken. Also auch wirklich mehr Zeit zu nehmen für die einzelnen Menschen und dann aber wieder sie als Team zusammenzubringen. Und das ist, glaube ich, das, was dann ausschlaggebend ist dafür, dass das Team exponentiell wächst. Vielleicht nochmal, du bist auf deine Frage einzugehen. Du hast ja gefragt, auch was machte dann der Erfolg? Die Stufen, die gingen ja dann immer schneller. Nochmal zurück, meine Anfangsphase als Gutachter, ja. Ich hatte immer recht, ich war selbstherrlich, ja. Und habe überhaupt keine Fehler zugelassen, ja. Ich war so der Geist unter allen, ja. Und das war eine völlige Fehleinschätzung im Leben. Wenn man es lernt, und ich musste es auch lernen, Fehler zuzulassen, ja, auch mal Misserfolge zu haben, ja, und damit wuchs bei uns auch so eine Demut, die mit dieser Zeit mit entstanden ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin nicht der Mittelpunkt der Erde und ich werde morgen auch wieder Fehler machen. Und wenn ihr die euch selbst zugesteht, werdet ihr euch entwickeln und werdet ihr erfolgreich. Also das war ja sensationell. Also ich bin jetzt gerade so reingeflossen in eure Worte. Also ich habe jetzt, das war echt unglaublich. Also ich bin komplett durcheinander jetzt. Jetzt haben wir auch gerade jetzt da, nur, weil wir auch jetzt schon Richtung Ende kommen, noch eine Frage von mir und dann werden wir zwei, drei Fragen aus dem Chat nochmal beantworten. Jetzt bin ich neu und wir haben ja auch sehr viele Neue drin. Wir sind ja über 300 Leute heute in diesem Zoom-Call. Jetzt bin ich neu. Was ist jetzt eurer Meinung nach wirklich zu tun? Gerade ganz am Anfang. Jetzt starte ich gerade und was ist jetzt zu tun? Am Anfang auf jeden Fall in die Gewohnheit zu kommen, die Produkte regelmäßig zu nehmen. Morgens Power Cocktail, abends Restorate. Und das Wichtigste ist, dass dein Erfahrungsbericht entsteht, dass du dich beobachtest, was macht es mit dir und dass wir gemeinsam einen Erfahrungsbericht erarbeiten, weil das sind die Dinge, die dir am Ende keiner wegreden kann. Es sind die Dinge, die am Ende wirklich jedes Argument zur Seite schieben. Mein Erfahrungsbericht hilft mir in den Gesprächen mit den Leuten. Das ist das eine. Und das nächste ist, dass wir ganz schnell hinkommen dazu, wem aus deinem Umfeld möchtest du was Gutes tun? Wem möchtest du das zeigen? Wem möchtest du helfen? Mit wem sprechen wir gemeinsam? Ich biete es immer an, dass wir gemeinsame Gespräche machen. Die ersten Gespräche immer gemeinsam. Dass wir entweder die Leute auf die Zooms einladen oder eben, wenn es möglich ist, wieder mit infoarmen Homepartys arbeiten. So schnell wie möglich ins Tun kommen, aber wirklich diese eigene Erfahrung zelebrieren. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich es ganz, ganz wichtig finde, Menschen in die Anbindung zu bringen, ins Team zu bringen. Also entweder, wenn Teamtreffen stattfinden können, so haben wir früher immer gearbeitet, einmal im Monat Teamtreffen, alle Neuen dahin und gemeinsam über Erfahrungsberichte austauschen. Und dann ist der nächste Schritt, wenn ich angesprochen werde, dass ich den Menschen zeige und helfe, was sage ich denn dann? Dass ich nicht gleich das ganze Pulver verschieße, nicht gleich von Inhaltsstoffen erzähle, sondern wirklich meine Story und das Video vom Darmtopf. So, und damit ist der Anfang gemacht, ist der erste Schritt gemacht. Ich habe im Team die Liane, die hat das 1:1 gemacht, die gibt einfach dieses Darmtopf-Video von mir weiter und lässt sich dann einfach die Daten schicken und dann geht's los und wird registriert. Und das sind so die Menschen, die es schaffen, den Kopf auszuschalten. Das gelingt auch mir nicht mit allen. Kennt ihr den Satz? Einfach erfolgreich. Genau. Und wir grübeln bis heute, wie können wir es noch einfacher machen? Genau. Im Gegensatz zu unserer Anfangszeit. Genau. Was wir von Jürgen, von euch auch gelernt haben und nach wie vor machen, ist, die 8 Steps einfach als Manager-Training, ne? Dass ja. Wir das Manager-Training durchführen. Ihr habt ja da euer Tool, mit dem ihr arbeitet. Egal, was es ist, und es gibt ja in Teams auch unterschiedliche Arbeitsweise, aber versucht doch einfach mal für 90 Tage genau das nachzumachen, was dein Sponsor dir sagt. Egal wo und wie und was, mach's doch einfach mal nach.
mach doch das einfach mal. Und dann versuch das Vertrauen haben zu können und dann wird es vorangehen. Es geht gar nicht anders. Joachim hat immer zu uns gesagt, so doof könnt ihr euch auch nicht anstellen. Und da hat er recht gehabt. Ja, also das sind so die ersten Schritte einfach. Produkte lieben, Hilfe bei der Arbeit, also Hilfe bei mit Menschen ansprechen, Darmtop-Video, entweder selber, ich sage immer, du kannst meins verwenden und verwende meins, aber dann steht ja vielen wieder das Ego im Weg. Nee, ich kann ja jetzt nicht ein Video nehmen, was irgendeiner gemacht hat. Ja, verdammt, dann lern's und mach's selber. Ja. Mach dein Video, aber mach's 1:1 so, wie es ist. Und fang nicht an, aus 3:50 10 Minuten Video zu machen. Na, das ist der Punkt. Also mach einfach mal das, was dein Sponsor dir sagt. Und daraus resultiert jetzt meine Frage, tust du genau das, was dein Sponsor dir sagt? Das ist immer das. Also da muss ich so eine lustige Geschichte erzählen. Also ich muss das jetzt erzählen, weil es war einfach die Wahrheit. Ich habe damals mit Joachim auch begonnen, so wie ihr, zu arbeiten. Und ich habe mit Joachim auch immer so ins Telefon geblärt, sagt man da richtig. Also das, ja, funktioniert, das funktioniert. Bis der Joachim eines einmal gemacht hat, dann hat er einfach aufgelegt. Dann rufe ich an. Also der Joachim, war die Verbindung schlecht? Ah ja, alles gut. Dann habe ich wieder dasselbe gesagt und alles ist scheiße. Hat er wieder aufgelegt. Sag ich, warum? Ja. Dann rufe ich an und sage, warum hast du jetzt aufgelegt? Dann hat er gesagt, ja, hast du es jetzt endlich gelernt? Also, das war so krass, das war so richtig unglaublich, und genau um das geht es ja. Einfach mal das zu tun, was der Sponsor sagt, was die Upline sagt. Also das, was ihr heute in diesem Zoom-Call gehört habt, von Sabine und Wolfgang, ey, das führt zur Silber-Champions League. Warum das Ganze dann hinterfragen? Warum soll ich das neu erfinden? Also das ist auch immer wieder, und ich glaube, Silber-Champions League, das Leben sieht ja nicht so schlecht aus. Also es ist ja jetzt nicht Man kann es gut aushalten. Man kann es gut aushalten, es passt, es ist, macht frei. Also es ist ja auch, man kann mit einem gesamten Haus durch die Welt fahren, es ist auch interessant. Also es ist absolut faszinierend. Jetzt sind wir relativ am Schluss, jetzt möchte nur eine Frage und dann habe ich kurz die Abschlussworte. Gudrun Kontros hat geschrieben, akquiriert ihr ausschließlich über das Produkt oder auch das Geschäft? Habt ihr da einen Weg oder wie sieht das aus? Das ist unterschiedlich. Wenn meine Telefonate laufen in der Regel so ab, wenn ich jetzt Menschen, Unternehmer, Unternehmerinnen anrufe, dass ich sage, ich möchte gern geschäftlich mit Ihnen ins Gespräch kommen, dann halte ich einfach meinen Mund und dann sagen, ja, worum geht's denn? Ich sage, ich arbeite im Bereich Wellness, Gesundheit, Vitalität, mehr Energie sind das Themen, die Sie interessieren. Und der geschäftliche Plan B fließt da auch noch mit rein. Und in der Regel ist es so, dass ich das, selbst wenn ich das Geschäft anbiete, dass am Ende dann doch erstmal das Gespräch darum geht, ja, aber bevor ich hier geschäftlich was mache, muss ich erstmal das Produkt probieren. Für mich ist es völlig in Ordnung. Fangen wir damit erstmal an. Also das ist ganz unterschiedlich. Wenn mir Leute von ihrer Arbeit erzählen und jammern, sage ich, wie offen bist du denn für einen Plan B? Ist es ja eine geschäftliche Akquise. Wenn mir Leute über Kopfschmerzen erzählen, ist es eine Produktakquise. Also ich mache das ein bisschen abhängig davon, wer ist es, wer steht mir gegenüber. Aber der erste Schritt ist immer, das Produkt benutzen. Genau, und im Hintergrund haben wir immer wirklich den Kunden nutzen. Ja, was möchte ich? Was hat er jetzt gerade für einen Benefit? Was hat er jetzt für einen Vorteil, dass ich ihm das rüberbringe? Genau. Also da war jetzt wirklich viel Wertvolles drin. Die Herausforderung ist ja, glaube ich, und da gibt es mir recht, dass viele zu viel sprechen am Anfang. Ja, unbedingt. Was sagt sie dazu? Yes. Also das, was wir auch lernen mussten, ist einfach mal, da habe ich eine Schlüsselgeschichte. Da hat der Rolf Sorg auf der Bühne mal erzählt von einem, den er eingearbeitet hat und mit dem er eine Präsentation gemacht hat. Und immer, wenn es zum Ende zuging, fing der Teampartner, mit dem er das zusammen gemacht hat, 2:1 immer wieder an, nochmal den Erklärbär zu spielen und nochmal zu erzählen. Und dann hat er den am Arm gepackt, hat den vor die Tür gesetzt, hat mit dem Interessenten den Abschluss gemacht und dann hat er den wieder reingeholt. Und da muss ich jetzt immer dran denken, weil wenn du zu viel redest, dann vergisst du zuzuhören. Und wichtig ist, dass du hinhörst, zurückfragst, und dann einfach eine Antwort in Form von einem Erfahrungsbericht gibst. Alles andere ist einfach Laberababa. Was weißt du über den? Mit wem hast du einen Vergleich? Jawohl, richtig. Das sind die wichtigsten Fragen. Also, das ist so. Ja. Also, was weißt du über den Neuen und
mit wem hast du da verglichen? Welchen Erfahrungsbericht hast Richtig. Du gezeigt? Ich glaube, das ist alles, was man da... Es ist, ich glaub, es ist so einfach. Die Krux ist, dass es gerade so für Leute wie für uns, die eben einfach studiert haben, die durch dieses Schulsystem durchgescheucht worden sind, dass das so banal klingt. So einfach. Also, das klingt so banal, das kann doch nicht sein, dass man mit so einem Pipi-Ding so weit kommt. Ja. Das hat es für mich damals einfach nicht zusammengepasst. Und das ist aber genau der Punkt. Das aber bestätigt auch die Aussage von Joachim, der hat immer gesagt, straßenschlau ist besser als schulschlau. Und nach vielen Jahren kann ich das bestätigen. Ja? Der Mann hat recht. Wenn das von Wolfgang kommt. Ja. Es ist unfassbar und ich glaube, kann das wirklich alles sein, was ihr da gehört habt? Die zwei Beispiele sitzen doch da. Sabine und Wolfgang Lindemann, also ein absolutes Paradebeispiel, dass es einfach und erfolgreich ist. Also ich glaube, jetzt kann man das wirklich so sagen. Zuhören, je mehr ihr zuhört, desto mehr könnt ihr einfach demjenigen auch die richtigen Erfahrungsberichte zeigen. Und ich glaube, da gibt es nichts mehr abschließend zu sagen. Oder habt ihr noch abschließend noch so etwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Wir sagen danke für euch alle. Danke, dass es euch gibt. Und danke, Jürgen, dass es dich in unserem Leben gibt. Und danke, Jürgen, auch, dass du dein Wissen uns weitergegeben hast. Und so geben wir auch gerne das Wissen an euch weiter. Und diese Win-Win-Situation, die liebe ich, weil die in der freien Wirtschaft relativ selten ist. Ja. Also dann machen wir jetzt noch eines am Schluss. Die zwei freuen sich natürlich auch über ein bisschen so Anerkennung in Social Media etc. Ihr findet sie beide unter Sabine Lindemann und Wolfgang Lindemann, ne? Ja, wenn ihr das eingibt, findet. Wenn es das eingibt, also die freuen sich auch über so kleine Selfie oder lustige Dinge. Also das ist alles okay. Ich sage herzlichen Dank für die wundervolle Stunde, die wir mit euch zwei verbringen haben dürfen, mit diesen wertvollen Tipps, mit so viel Input, aber auch mit so viel Grundsätzliches, damit man einfach mal umdenkt, einfach die Sachen anders sieht. Und genau für das ist der Superstars-Call. Danke für eure Zeit. Danke, dass ihr heute da wart. Jetzt gleich die Vorpromotion für nächste Woche Sonntag. Nächste Woche Sonntag haben wir einen ganz speziellen Superstar da, denn sie ist die zweite Hälfte des Gründers, nämlich die Vicky Sorg, wird nächste Woche am Sonntag um 8.30 Uhr für uns speziell eine Stunde direkt aus Florida sich Zeit nehmen, den Fragen von Günther Jauch, Jürgen Bruckner persönlich zu unterziehen. Und ich freue mich drauf, wirklich da eine Stunde mit dir verbringen zu dürfen. Aber jetzt sind wir ja bei euch zwei. Herzlichen Dank, dass ihr da wart, dass ihr das gemacht habt. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Und das Allerwichtigste für mich, was ich mir mitgenommen habe, 80-15-5, es gibt so viele Dinge, für die man dankbar sein kann, jeden Tag. Genau. Das war einfach so wertvoll. In diesem Sinne, Dankeschön, euch allen einen wunderschönen Tag. Euch weiter viel Erfolg und alles Liebe und Gute. Danke, tschüss, ciao und baba. Tschüss.